Ich würde mich nicht wundern, wenn der Goldpreis bis auf 1,30 oder sogar bis auf 11,50 hier uns hier steigen wird. Hallo Jordan, ich begrüße Sie zu Dukaskope TV. Ich freue mich, hier zu sein. Das Jahr 2015 dürfte für die Goldproduktion ein Spitzenjahr gewesen sein. Das chinesische Neujahr steht an. Könnte das die Goldproduktion und auch die Nachfrage fördern? Man muss die Produktionsmenge von der Nachfrage unterscheiden. In der letzten Zeit hat sich die Nachfrage nach Gold vergrößert. Die Operationsumfänge in Australien und auch in Hongkong sind ziemlich stark. Im Allgemeinen kann man sagen, dass das Interesse nach Gold wieder erweckt wurde. Und nun zur Herstellung. Das Jahr 2015 ist tatsächlich ein Spitzenjahr für die Goldherstellung gewesen. Die letzten 3 bis 4 Jahre waren überwiegend bärisch. Dazu kommt noch der Anstieg des US-Dollars. But with US dollar gold being in this cyclical bear market for the last sort of 3 or 4 years, exploration budgets and the like have been cut. So, you know, I think last year we sort of saw production, you know, just nudge around 3,000 tons. I'd be very surprised if it can go meaningfully higher. And I think over the next few years we'll see that number decline, you know, back below 3,000 tons of mining production per annum. Im Hintergrund des chaotischen Aktienmarktes hat sich der Goldpreis doch recht gut bewährt. Hat das gelbe Edelmetall das Interesse neuer Investoren geweckt? Ja, die Zahl neuer Investoren hat sich tatsächlich vergrößert. Große Unternehmen haben ihr Interesse auch gezeigt. Die Goldreserveumfänge sind gestiegen. Den Investoren macht der chaotische Hintergrund des heutigen Aktienmarktes doch viele Sorgen. Aus diesem Grund greifen diese heute zum Gold. Niemand weiß, wann und ob die Fed den Zins das nächste Mal anheben wird. Und diese Unsicherheit befördert viele Investoren zum Goldmarkt. Zu Jahresbeginn haben wir bereits gesehen, dass das Gold während einer so volatilen Zeit womöglich die beste Risikoverwaltung ist. Again, yeah, look, it really shows that role gold plays in a portfolio. It tends to be the best risk-off asset that's readily available to all investors whenever equities are volatile. It outperforms bonds, it obviously outperforms cash, which is doing nothing. So yeah, look, it's a very good asset to hold as part of that balanced portfolio. Warum sinken die restlichen Rohstoffe? Die Ölpreise sind wieder einmal in den Keller gerutscht. Warum reagiert das Gold anders? That steam did kind of come off gold when we've seen a rebound in the oil price. What is the relationship there? Der Rohstoffmarkt ist stark vom Aktienmarkt abhängig. Das Gold hat uns aber etwas anderes demonstriert. Normalerweise werden alle Rohstoffe von einem volatilen Markt sehr stark beeinflusst. Das Gold hat aber keinerlei Verbindung demonstriert. Im Jahr 2015 ist der australische Eisenerzpreis drastisch gesunken, während sich der Goldpreis aber eher aufgerichtet hat. Die Investoren scheinen eingesehen zu haben, dass das Gold doch eine rentable alternative Anlagemöglichkeit ist. Das gelbe Edelmetall ist also mehr als nur ein Name auf der Rohstoffliste. Significantly. So, yeah, it's very important that investors recognize that gold is really an alternative currency and not just part of that broader commodity complex. So, with all that we Und welche nächsten Preislevels werden wir sehen? Zuerst dachte ich, dass sich der Goldmarkt bei rund 1100 US-Dollar je Unzie konsolidiert hätte. Heute wissen wir, dass dieses Level durchbrochen wurde. Wir sind über 1120 gestiegen. Falls dieser Preis stabil sein sollte, könnte sich das Kaufinteresse vergrößern, was den Goldpreis bis auf 1150 befördern könnte. Alles wird von der nahen Zukunft abhängig sein.
on its way to 1150 an ounce. If it can stay above 1120 this week, obviously we'll have to wait and see which way the coin lands though. Jordan, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Jordan, always a pleasure. Thank you so much. My pleasure. Sehr gerne. Das war Jordan Eliseo aus der ABC Bullion. Sie sahen Sydney Direct von Dukas Copy TV. Mein Name ist Natalie McDonald. Bis bald. I'll join you next time for another exclusive interview right here from the heart of the APAC region. Goodbye.